Wir haben das unverdiente Glück, den wahren Glauben zu kennen und die Schätze der Tradition genießen zu dürfen. Mit den Augen des erleuchteten Glaubens dürfen wir sehen und hören, welche Wunder göttlichen Lebens uns geschenkt sind. Darüber dürfen wir nicht schweigen. Wie die Apostel sind wir gesandt, Zeugnis abzulegen. Die Minoritenkirche in Wien soll künftig ein Brennpunkt der Ausstrahlung wahrer, übernatürlicher Freude werden, die Christus allein durch sein heiliges Opfer und seine Auferstehung schenken kann. Als die Apostel vor den Hohen Rat gezerrt, gegeißelt und unter Drohungen wieder freigelassen wurden, gingen sie voll Freude vom Hohen Rat hinweg, da sie für würdig befunden waren, um des Namens Jesu willen Schmach zu erdulden. Lassen wir uns nie von der Verzagtheit überwältigen.